Frau Esken, die erste Frage vielleicht an Sie. Wie fanden Sie es eigentlich, dass Ihr Kanzler, dass Olaf Scholz, die Reise des Vizekanzlers zur Weltklimakonferenz gecancelt hat? Das ist ja nicht auf Weisung des Kanzlers geschehen, sondern die sitzen ja jetzt seit Tagen zusammen und haben sich die Karten gelegt und haben gesagt, wir brauchen diese Zeit. Wir haben ja einen ambitionierten Zeitplan. Wir wollen am liebsten noch in diesem Jahr den Haushalt verabschieden für 2024. Ich finde, die Bevölkerung hat es auch verdient, jetzt Sicherheit zu bekommen darüber, was eigentlich passiert. Und deswegen ist es richtig, wenn dort auch Termine abgesagt werden. Das heißt, das hat er ganz selber gemacht, ja? Eigenständig. Der wichtigste Minister in Sachen Klima ist nicht dabei. Die haben sich das gemeinsam überlegt und sind zu der Entscheidung gekommen. Und wie finden Sie es in dem Zusammenhang, dass 250 Menschen nur von deutscher Seite an dieser Klimakonferenz teilnehmen, von der, glaube ich, nur der kleinste Teil wirklich über das Klima verhandelt und der Rest macht was? Also alle solche Gipfel sind ja immer auch von langer Hand vorbereitet, von vielen Menschen, die da auch mitarbeiten. Das 250. sind ja keine Gipfel, wo sich Staatenlenker treffen und sagen, lasst uns mal zusammensitzen und reden, sondern da ist ja viel vorbesprochen und vorgearbeitet. Und die das getan haben, die müssen auch da sein, um dann eben entsprechend auch mitarbeiten aber zu können. Was machen die alle? Dann gibt es die NGOs, die natürlich auch ein Interesse dran haben, die Nichtregierungsorganisationen auch ein Interesse dran haben, vor Ort mitzubekommen, was passiert. Insofern ist klar, dass so eine Delegation so groß ist. Wir haben allerdings jetzt den Nachrichten nach zu urteilen, ja, leider kein ganz großes Ergebnis zu erwarten. Jedenfalls sieht es im Moment also 250 aus. Leute nur von deutscher Seite und es kommt nichts raus. Das ist ja nicht von deutscher Seite so, dass wir dafür sorgen, dass nichts rauskommt, sondern das ist die Entwicklung der Welt. Wie erklärt man das dem Steuerzahler? Ja, das ist ja nicht alleine auf Steuerzahlerkosten. Wie gesagt, das sind ja auch Nichtregierungsorganisationen dabei, die nicht auf Steuerzahlerkosten fliegen, sondern auf Kosten ihrer Organisation. Mhm. Und dennoch ist es schon so, dass solche Gipfel natürlich eine Menge Geld auch kosten. Aber am Ende geht es ja um ein wichtiges Thema. Mhm. Und die Hoffnung war groß. Wichtiges Thema Klima, meinen Sie? Ja, absolut. Aber das ist ja die Botschaft, Wirtschaft geht jetzt vor Klima. Das ist doch die Botschaft. Nein, die Botschaft, der Kanzler war ja da und die Außenministerin war ja da. Insofern, das war schon mal ziemlich wichtig, dass der Klimaclub auch weiterentwickelt wird. Mhm. Und wenn der Vizekanzler, der Wirtschaftsminister, Klimaminister gemeinsam mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister zu dem Schluss kommt, dass seine Anwesenheit jetzt dort nicht notwendig ist oder jedenfalls nicht so wichtig wie die Gespräche, die sie führen, dann wird es wohl so sein. Ich schaue gerade mal zu Herrn Blome. Wie schauen Sie auf so etwas? Naja, diese Regierung fällt auseinander, wenn sie nicht in den nächsten 14 Tagen einen Haushalt zusammengebacken kriegt. Das ist die Königsdisziplin einer jeden Regierung. Ohne Haushalt ist Schluss. Insofern kann ich verstehen, dass der Vizekanzler der Grünen Partei gerne dabei sein möchte, um zu verhindern, dass er demnächst nicht mehr Vizekanzler ist. Und das wird eben ein Tick wichtiger sein. Ich finde wahrscheinlich auch subjektiv oder objektiv auch zu Recht, als einer von 80.000 ungefähr Teilnehmern an dieser Konferenz zu sein, die in der Tat, glaube ich, sehr stark aufgebläht ist. Mhm. Ob die Delegation der Deutschen mit 250 deutlich zu groß ist oder nur ein bisschen zu groß ist, kann man dahingestellt sein lassen. Es ist nur überbläht. Ja. Also ich weiß nicht, wie man mit 80.000 Menschen, die parallel ja miteinander reden, wirklich verhandeln kann. Oder ob das nicht in Wahrheit am Ende in einem ganz kleinen Kreis ausgeschossen wird, so wie übrigens ja das Haushaltsloch auch nicht in der großen ganzen Koalition zugemacht wird, sondern wenn in einer Runde dieser drei Herren, die wir da auf dem Bild sehen. Mhm. Herr Feld, Sie als Ökonom, beschäftigen sich mit sowas? Ja, natürlich. Das Klimathema ist ja eines der wichtigsten. Nee, aber 250 Leute und am Ende machen es ein paar Leute aus und es kommt nichts bei rum. Das Problem ist eigentlich eher, dass die Klimaverhandlungen, die wir international in den vergangenen Jahren beobachtet haben, immer mehr zu einer entwicklungspolitischen Veranstaltung geworden sind und immer weniger fürs Klima dabei rumkam. Die Idee eines Klimaclubs mit vielen funktioniert eben nicht besonders gut. Mhm. Es ist wichtig, dass die drei großen Emittenten, die EU, die USA und China, einen Klimaclub bilden. Und da sind die Verhandlungen viel besser eingesetzt, auch mit kleineren Delegationen. Okay, also weg von dem Thema. Und es bietet den kleinen Ländern, die sonst in diesen Kreisen der Großen sonst gar nicht stattfinden würden, keine Stimme hätten, die Gelegenheit, einmal ihren Punkt zu machen oder eine kleine Insel, die droht, irgendwo im Pazifik zu versinken, hat da sein Forum, ihr Forum. Das hätte sie sonst nicht. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man schon gelten lassen kann. Ja. Aber trotzdem, Frau Esken, 80.000 sind zu viel. Und
250 sind ausgezahlt. Genau, müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber es ist nicht nur die kleine Insel im Südpazifik, die das Problem hat und jetzt eben vorträgt, was ist denn mit dem Klimaschutz, sondern es sind ja auch die Länder, die jetzt an der Schwelle zur Entwicklung oder so mittendrin stecken und die jetzt auch Gas geben wollen. Und wo wir dann Gas geben, ja, guter Begriff, wo wir Appelle richten und sagen, also wir müssten jetzt schon auch gucken, dass ihr euch klimaneutral entwickelt. Und dabei nicht die notwendige Unterstützung zu bekommen, das dürfte problematisch sein und hat größere Auswirkungen auf unser Weltklima als unsere Entscheidungen alleine. Ich habe so viele Fragen zu unserem großen Problem. Ja, deswegen lass uns weg von dem Thema. Ich würde Sie gerne einmal ganz offen fragen, wie konnte es zu diesem Chaos kommen? Verfassungswidriger Haushalt. Wie konnte sowas passieren? Ja, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass eine Buchungs- und Haushaltspraxis, die wir angewendet haben, nicht richtig und nicht der Verfassung entsprochen hat. Und das müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Das hat Sie völlig überrascht. War offenkundig ein Fehler. Naja, also ich würde ja jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, wir wussten ja, dass es falsch ist, aber wir haben es trotzdem gemacht, würden Sie auch erschrecken. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Aber Sie hatten eine Ahnung davon. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, so zu handeln. Ja, Sie haben neulich, deswegen frage ich so nach, bei der Kollegin Maybrit Illner einen schönen Satz dazu gesagt. Die Ampelparteien sind auf der Grundlage auch dieses Tricks zusammengekommen, den man für verfassungsgemäß gehalten hat. Genau. Und der ist nicht wahr. Sie haben das Wort Trick benutzt. Ja. Ja, das ist der Gedanke gewesen. Wenn Sie doch wissen, dass es ein Trick ist. Das ist der Gedanke gewesen, dass wir nicht abgerufene Milliarden, die wir als Kreditermächtigungen hatten für die Bewältigung der Corona-Pandemie, die aber schon durchaus auch eine Richtung hatten in Richtung, also Konjunkturförderung, aber mit Richtung. Das war der Trick. Also Digitalisierung und Klimaneutralität. Moment, Digitalisierung und Klimaneutralität war in der Corona-Pandemie-Bewältigung schon viel drin. Also in all diesen Bazooka- so und Bums-Maßnahmen. So haben Sie sich das zurechtgetrickst? Wir haben gar nichts zurechtgetrickst. Diese Milliarden sind nicht abgerufen worden, weil die Wirtschaft wegen Corona so da niederlag, dass die keine Transformationen machen konnten. Ja. Wir hatten zum Beispiel Mittel drin für den Flottentausch von sozialen Einrichtungen. Alles gut. Das wurde alles nicht abgerufen. Aber warum reden Sie von Trick? Und deswegen haben wir gesagt, diese Mittel sind jetzt nicht eingesetzt worden. Wir haben aber die Kreditermächtigungen schon. Lass uns die übertragen in einen Fonds und das einsetzen. Und diese Übertragung sagt jetzt, das Bundesverfassungsgericht war nicht verfassungsgemäß. Sie haben das Wort genauso, Trick benutzt, Frau Esken. Genauso wie es auch nicht verfassungsgemäß gewesen war, 2022 die Notlage auszurufen für die Gas- und Strompreisbremse und die dann in 23 und geplant war ja auch 24 anzuwenden. Ja. Jetzt das noch mal die Frage, warum benutzen Sie das Wort Trick? War aber bisher eine gängige Praxis und wurde nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern so angewendet. Das ist wahr, aber allen war klar, das ist ein Trick. Allen war klar, dass das ein Kniff ist. Ein Kniff ist, sicher. Wenn man Kreditermächtigungen schon hat, ja. Und muss keine neuen beschließen, dann ist das eine Methode, wo man... Das ist eine Methode, ein Kniff, ein Trick, was ist es? Sie versuchen, mich dahin zu bringen, dass ich darüber spreche. Die Ampelparteien sind auf der Grundlage auch dieses Tricks zusammengekommen. Ja. Trick haben Sie benutzt. Ja. Methode, Kniff, was ist es? Es ist eine Vorgehensweise gewesen, die ganz offensichtlich vom Bundesverfassungsgericht jetzt als verfassungswidrig angesehen wird in dem Urteil. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen und gehen jetzt anders vor. Naja, Sie haben mehr ist auch nicht passiert. Die gesamte Koalition ist richtig, was passiert und den gesamten Haushalt und die nächsten 4 Jahre auf etwas aufgebaut, was mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit mindestens Ihnen vom Verfassungsgericht weggenommen werden würde. Und das wusste man, dass es mindestens 50% riskant war. Das kann man ja mal machen, wenn man ein guter Spieler ist und gute Nerven hat. Aber weder hat diese Regierung gute Nerven, noch sollte man alles, was man hat, auf diese 50% Chance setzen. Und alles, was sie haben, ist diese Regierung. Und die steht und fällt mit diesem Ding. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Es ist einerseits das Übertragen von Mitteln aus den Corona-Hilfen in den KTF. Das hat mit den Jährigkeit von Notlagen nichts zu tun. Und das andere war eben der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. 200 Milliarden.
Genau. Ja, ich will es nur kurz erklären. Genau. Wo man davon ausging und bisher auch davon ausgehen konnte, dass man im einen Jahr die Notlage erklären kann, um dann die Mittel in den nächsten Jahren zu verwenden. Okay. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, das war ist im Grundgesetz nicht so klargelegt, wie es jetzt in dem Urteil klargelegt wurde. So, und deswegen wissen wir jetzt, wenn wir langanhaltende Krisen haben, das ist im Urteil auch alles beschrieben, dass es langjährige Krisen geben kann mit unmittelbaren, mit mittelbaren Folgen, die der Staat auch dann am Ende bewältigen muss, dass man dann eben jedes Jahr neu diese Notlage erklären muss, dass auch die Hürden für die Begründung höher werden. Und jetzt, wo wir es wissen, gehen wir auch entsprechend vor. Deswegen haben wir ja jetzt für 23 noch die Notlage erklärt. Reden wir gleich drüber. Genau. Was auch interessant ist, ne, dass man ein Jahr rückblickend dann zur Notlage erklärt. Das ist schon 22 gewesen. Herr Feld, was war das jetzt? War auch im November. Ein Trick, ein Kniff, eine Methode, eine Vorgehensweise? Was nehmen Sie? Sie können genauso gut sagen, es ist eine Weiterentwicklung der sich in den letzten 20 Jahren entwickelnden Haushaltspraxis. Denn was wir beobachten können... Das ist jetzt nicht ganz das, was er hören wollte. Nicht ganz. Ja, aber es ist exakt. Also das heißt, es wird seit 20 Jahren getrickst? Ja, das ist keine Trickserei, sondern wir haben ja die Bewegung... Ich habe das Wort nicht benutzt, wir haben die Bewegung in den öffentlichen Finanzen weg von der Kameralistik eigentlich festzustellen. Die Gemeinden... Aber was heißt das? Damit Kameralistik ist eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Ja, also jährlich festgehalten wird, Sie haben die Einnahmen, Sie haben die Ausgaben und am Ende ist ein Defizit. So wie es normale Menschen auch machen. Wie es der private Haushalt vielleicht macht, wenn er schon keine Investitionen in eine Immobilie hat. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Mhm. Ja. Wenn Sie ein Unternehmen nehmen, ein Unternehmen bildet Rücklagen, bildet Rückstellungen, hat gewisse Reserven zur Verfügung, hat aber auf der anderen Seite genauso auch Fremdkapital, das es aufnimmt am Markt, also sich verschuldet. Mhm. Und in diese Richtung sind wir gegangen. Wir haben auf der Gemeindeebene im Land Hamburg, wenn ich das so sagen darf, in diesem Stadtstaat, im Bundesland Hessen, die Doppik eingeführt. Also sind in diese Richtung gegangen. Mhm. Und insofern muss man auch sagen, es geht eben nicht nur um den WSF und den KTF, also Klimafonds und Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Es geht auch um den Fonds für die Flutopfer der Ahrtalflut. Mhm. Man muss sich jetzt noch mal überlegen, auch nach der heutigen Anhörung, was ist im Digitalisierungsfonds und so weiter. Ich habe noch einen Vorschlag. Es war ein Zaubertrick. Es war ein Zaubertrick, um alles unter einen Hut zu bringen, was Sie in den Koalitionsverhandlungen eben nicht unter einen Hut gebracht haben. Und dann brauchten Sie 60 frische Milliarden für diese 4 Jahre und noch diverse andere Umbuchungen, mindestens das ist es ja, um all das leisten zu können, was sich die SPD gewünscht hatte, die Grünen sich gewünscht hatten und die FDP sich nicht an Steuererhöhungen zubilligen wollen. Genau. Und das war der Trick, es kann man alles gerne, drei auf einen Nenner zu kriegen. Kann man ja gerne so sagen, aber es ist tatsächlich seit 20 Jahren gängige Praxis. Und wenn ich sage, wir haben in der Großen Koalition mit CDU und CSU gemeinsam... Ja, aber so eine Vollklatsche hat noch keine Regierung gekriegt. Wir haben mit CDU und CSU in der Großen Koalition gemeinsam ja auch... Um die Wirtschaft in der Situation der Corona-Pandemie zu stützen, aber auch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, eben nicht mehr alte Technologien zu fördern, sondern nach vorne zu schauen, die Superabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter und diese Dinge und wie gesagt der Flottentausch, dort haben wir eben solche Mittel schon angesetzt, sie sind aber kaum abgerufen worden, weil die Wirtschaft eben wie gesagt so da niederlag, dass kaum was passieren konnte. Dann schien es sinnvoll, diese Mittel eben weiter zu verwenden. Das Hauptproblem ist einfach die Übertragung von Kreditermächtigungen. Ja, Ermächtigungen. Muss man grundsätzlich mal sagen, wir tun jetzt ständig so, als wäre da Geld plötzlich weg. Ist die bessere Formulierung, es war nie da? Man hat überhaupt keinen Kredit aufgenommen. Die Kredite sollten ja aufgenommen werden dann in den Folgejahren. Ja. Und da muss man ja auch sagen, das ist nicht an der Schuldenbremse vorbei, sondern es ist in der Ausnahmeregel der Schuldenbremse aufgenommen. Mhm. Und das heißt, das, was dann zusätzlich über das, was normal erlaubt ist, hinausgeht, muss dann später getilgt werden. Das heißt, man verschiebt explizit in die Zukunft. Ja, explizit für die nächste Regierung. War Ihnen klar, was da passieren kann als Berater von Christian Lindner? Ja, klar, war mir das klar. Ihnen war das klar? Ja, dass das verfassungsrechtlich regelt, ist klar. Das haben die Hälfte der Experten. Ganz kurz, haben Sie das gesagt? Dass wir diese Problematik diskutiert haben, war völlig klar. Ja? Sie haben gesagt, Achtung, nicht das ist 50-50. Nein, ich habe nicht gesagt, das ist ein Trick, aber dass das durchaus auch eine Möglichkeit ist, die passieren kann, dass es verfassungswidrig ist. Und was hat er gesagt? Er hat sich bei allen anderen Vorhaben, die es dann gab, etwa im Hinblick auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Kreditermächtigungen, die jetzt nicht genutzt werden, zu nutzen, ja dann auch quergestellt.
hat ja klar gesagt, das geht so nicht. Aber warum ist man denn da nicht drauf vorbereitet? Ich meine, jetzt ist man auf was keiner vorbereitet war, war die Stärkung der alten Kameralistik, also die Prinzipien von Jährlichkeit für die Planung, Jährlichkeit für den Vollzug. Nein, aber wenn Sie doch wussten, hat niemand erwartet, auch die Kläger. Aber Sie hatten doch offenbar, wenn ich darf, Herrn Feld widersprechen. Das muss ich jetzt wirklich tun. Sie müssen ihm widersprechen. Ja, Herr Feld, wir haben nicht Herr Lindner hat sich gesperrt und dann ist das nicht weiter angewendet worden, sondern im Gegenteil, Herr Lindner hat sich dagegen gesperrt, jedes Jahr die Notlage auszurufen. Er hat gesagt, er will einen schuldenbremsenkonformen Haushalt, er will keine Ausnahmeregeln mehr ziehen in 23 und deswegen haben wir es 22 gemacht, damit es dann für 23 gilt. Ich habe von Anfang an gesagt, wir sollten auch für die Folgejahre die Ausnahmeregeln Entschuldigung, ziehen. Aber darf ich mal fragen, also Herr Blume, auch vielleicht mal die Frage an Sie, als jemand, der sehr nah dran ist, auch so an den Leuten. Ich meine, wir reden hier über die vierte oder je nach Lesart, ob Japan noch vor uns ist oder nicht, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir reden über sehr viel Geld. Wir reden über die größte Transformation der letzten Jahrzehnte, vor der wir stehen. Und dann tricksen wir rum und erleben jetzt gerade hier, dass Frau Esken sagt, na gut, wir haben ein bisschen getrickst, machen wir seit 20 Jahren. Herr Feld sagt, ich habe den Bundesfinanzminister, bitte, in dessen Ressort das passiert. Ich habe ihm das gesagt, da könnte was schiefgehen. Und dann haben wir keinen Plan B und keiner ist wirklich vorbereitet. Ist das gutes Handwerk, politisches Handwerk? Ich glaube, das entscheidende Problem ist, es gab nie einen Plan A. Denn Plan B war ja das mit den Schulden. Das ist natürlich gut, dann braucht man auch keinen Plan B. Nein, Plan B war das mit den Schulden. Das war ja die Ausweichfinanzierung, wenn man so will, des Umstandes, oder um dem Umstand gerecht zu werden. Wir können uns nicht darauf einigen, was uns ganz wichtig ist, ein bisschen weniger wichtig ist und nicht so wichtig ist. Sie können auch diese Reihenfolge hat diese Koalition nicht hinbekommen in den Koalitionsverhandlungen, zumindest nicht in einem Maße, dass das Geld dafür gereicht hätte. Und dann hat man es anders finanziert. Das ist jetzt weg. Und darum stehen Sie in Wahrheit vor zweiten Koalitionsverhandlungen. Mhm. Sie müssen sich jetzt entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Mhm. Bestimmte Dinge im Sozialstaat, bestimmte Dinge beim Klimaschutz, die Steuern noch zu erhöhen. Kommen wir gleich drauf. Ich habe vorher noch eine andere Frage, Herr Feld, an Sie. Hessen, ne? Weil dieser Zaubertrick, von dem Nikolaus Blume sprach, den gab es ja auch in den Ländern. Ne? Und Hessen hat das auch versucht. Mit einem Volumen 12 Milliarden Euro ging es da. Und da hat dann der Landesrechnungshof gesagt, nee, Freunde, so macht ihr das bitte nicht. Die sollten umgewidmet werden bis zum Ende des Jahres 2023. Am Tag des Urteils, 27. Oktober, da sehen wir das, 21, twittert ein gewisser Christian Lindner, das heutige Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs verdient Beachtung, Achtung, über Hessen hinaus, beschreibt Kriterien für kreditfinanzierte Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zeigt der schwarz-grünen Haushaltspolitik damit ihre Grenzen auf. Das heißt, da wusste jemand ganz genau, wie viel Taschenspielerei das ist. Nein, also man muss natürlich auch sagen, nach dem hessischen Urteil kam noch mal eines aus Rheinland-Pfalz, das in eine andere Richtung ging. Was das Bundesverfassungsgericht macht, will ich jetzt nicht unterschlagen. Ja? Also ich kann Ihnen sagen, wie wir gemeinsam bei der Pressekonferenz für den sogenannten Doppelwumms, nämlich den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, die Strom- und Gaspreisbremse saßen und wie die Journalisten gefragt haben, und wenn das nicht reicht und wenn nächstes Jahr weitere Mittel notwendig sind. Und dann haben wir beide, sowohl Herr Lindner als auch ich, gesagt, dann steht die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse genauso in der Verfassung wie die Schuldenbremse selbst. Und dann sind wir in der Lage, auch in 2023 eben diese Schuldenregel zu ziehen, diese Ausnahmeregel zu ziehen. Die Frage weil es eben notwendig ist, Krisenbewältigung in einem solchen Ausmaß okay, kann man nicht aus einem normalen Haushalt machen. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir haben eine soziale Krise abgewendet, wir haben eine Wirtschaftskrise abgewendet, wir haben eine Energieversorgungskrise abgewendet. Da steckte wirklich viel Musik drin. Ja. Und das kann man nicht aus einem Normalhaushalt machen und dann meinetwegen bei den Sozialausgaben sparen, was ja jetzt immer sehr viel diskutiert wird. Man kann keine soziale Krise verhindern. Ich spreche jetzt von der damaligen Situation. Man kann keine soziale Krise verhindern, indem man den Sozialstaat rasiert. Das wird wohl nicht klappen. Gasumlage, GEG, Heizungsgesetz, Wärmepumpen, jetzt das. Finden Sie, es wäre mal an der Zeit, einfach mal sorry zu sagen, sich mal zu entschuldigen, nicht Sie persönlich, aber vielleicht für den
deutschen Kanzler, einmal klar zu sagen, was das eigentlich ist. Wie fanden Sie in dem Zusammenhang seine letzte Regierungserklärung? Fanden also ich habe genau in diesem Zusammenhang gesagt, es war ein Fehler, dass von Anfang an, es Sie? War ein Fehler, dass wir 2023 die Schulden, die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse nicht auch gezogen haben. Den müssen wir jetzt korrigieren und müssen es nachholen. Wollen wir einmal kurz reinhören in diese Regierungserklärung? Reden wir doch einmal drüber. Die einzige Erklärung, die ich, oder Entschuldigung, die ich gehört habe, war die von Katharina Dröge von den Grünen. Dass Sie meine nicht gehört haben. Ja, die des Kanzlers hätte mich interessiert und die klang ungefähr so. Wir hören mal kurz rein. Mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten. Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es. Es geht um die Frage, steht jeder für sich allein, wenn es schwierig wird, oder haken wir uns unter? Ich bin zutiefst überzeugt, wir alle kommen besser zurecht, wenn wir niemanden zurücklassen. Mit diesen klaren Prämissen beraten wir jetzt über den Haushalt für das kommende Jahr, mit der nötigen Ruhe und in Verantwortung für unser Land. Darauf können die Bürgerinnen und Bürger sich verlassen. Dafür stehe ich als Bundeskanzler. Ich danke Ihnen. Hat Sie das beruhigt, Frau Wu? Ich muss sagen, in dieser ganzen Frage, ich bin in Haushaltsfragen nicht qualifiziert, aber was ich sehr beunruhigend finde, ist tatsächlich auch dieses ganze Gelächter im Parlament. Ich finde es schwierig, dieses Narrativ zu bedienen, dass die Regierung trickst, lügt, Dinge überhaupt gar nicht auf die Reihe kriegt. Ich glaube, dass da massive Fehler geschehen sind, dass wir unsere Entschuldigungen anhören müssen. Das ist das eine demokratische Problem, wenn man so will, das ich gerade sehe. Das andere, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Es wird viel debattiert, wo jetzt Einsparungen gemacht werden müssen, ob Investitionen, die nicht getätigt werden, wo soll das ganze Geld plötzlich herkommen? Wer muss jetzt herhalten dafür? Wer muss letzten Endes bezahlen dafür? Ja. So, das sind die Debatten. Kommen wir gleich drauf. Genau. Sie sagen, kritisch nachzufragen und zu sagen, da wird getrickst. Ich habe das Wort nicht benutzt, nochmal. War die Parteichefin der SPD, die das Wort benutzt hat. Das ist nicht okay an dem Punkt. Muss ich doch nachfragen. Natürlich fragen Sie danach, aber ich glaube, es hat so ein gewisses Level erreicht, wo ich sage, sprechen wir jetzt gerade über Fehler oder sprechen wir gerade über Lügen und Betrug? Und das ist sehr, wissen Sie, das ist sehr an der Grenze. Und ich möchte jetzt gerade auch keine Regierungsverteidigung hier jetzt gerade schwingen. Ja, es ist ja nicht trivial, ne, worum es hier gerade geht. Da ist ja ein ganzes Land massiv verunsichert über das, was da gerade passiert. Das ist mein Thema. Das ist richtig. Und deswegen müssen wir über die Fehler sprechen. Die Frage ist nur, wie wir in dieser aufgeheizten Stimmung gerade generell über unsere Regierung sprechen. Aber ja, ich gehe damit, dass wir über Fehler sprechen müssen. Mhm. Herr Blume, wie sehen Sie das? Es ist schwierig, mit diesem Bundeskanzler über Fehler zu sprechen, weil er glaubt, dass er unfehlbar ist. Und das meine ich jetzt gar nicht zynisch. Und er lebt in diesem Selbstbewusstsein, dass man wie ein Panzer manchmal auch und gerade als Bundeskanzler wahrscheinlich auch braucht. Es hat jetzt nur, finde ich, ein bisschen sehr starke Formen angenommen, sich in den Bundestag zu stellen, zu sagen, das ist jetzt nur ein kleiner Betriebsunfall und wir machen mal in Ruhe weiter so, ist tatsächlich zu einfach. Also die Bundeskanzlerin, über die man auch viel lästern kann oder viel auch Kritisches sagen kann, Angela Merkel, hat sich unmittelbar, also noch im Wahljahr, da hat sie Osterruhe, ihre Osterruhe ausgerufen. Und das war nun wirklich auch ein vollkommener Griff daneben. Und musste sich dann, aber hat das eben auch über sich gebracht, sich dann öffentlich einmal dafür zu entschuldigen und zu sagen, okay, da habe ich mich verrannt. Und ich glaube, das würde diesem Bundeskanzler auch gar nichts kosten von dem, was ihm an Reputation geblieben ist. Sondern ich glaube, es würde ihn eher stärken in der Rolle. Mhm. Ja, Himmel, da müssen wir halt jetzt aufräumen. Wir haben das versucht. Ich glaube, immer noch ungefähr die Hälfte der Experten hat gesagt, das könnt ihr probieren, das kann klappen. Die andere hat gesagt, ja, oh, das wird aber echt heikel, lasst es mal besser bleiben. Und dann haben die halt drauf gesetzt, okay, sie hätten natürlich wissen müssen, wenn es schief geht, machen wir es wie folgt. Mein Punkt ist, wenn du sagst, die Hälfte sagt, das könnte klappen und die andere Hälfte sagt, ist schwierig, sorry, das wird einem Land wie Deutschland wirklich nicht gerecht. Hm. Muss man doch darauf vorbereitet sein. Das kann man doch nicht einfach so laufen lassen. Man muss darauf vorbereitet sein und man muss auch, anstatt
A, den Untergang des Sozialstaates auszurufen, B, das Ende allen Klimaschutzes oder C, den Untergang des Abendlandes, müsste man sagen, okay, das Loch ist so groß und das kriegen wir jetzt in binnen 2 Wochen solid zu, ob nur mit mehr Einnahmen oder mit weniger Ausgaben oder mit einer Mischung aus beidem. Mhm. Das kann ja verdammt noch mal nicht so schwierig sein. Ich habe daran gedacht, dass das an den Rand einer wirklichen Regierungskrise führt. Und das werden Sie nicht bestreiten, Frau Esken, das ist eine Regierungskrise. Das ist keine Regierungskrise. Nein. Wäre das nicht jetzt der Moment, was ist es dann? Es ist die Erkenntnis, genauso wie der Bundeskanzler es vorgetragen hat, es ist die Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie wir unsere Haushalte und auch die Fonds und Sondervermögen gestaltet haben. Sondervermögen sind auch wieder so ein Wort. Sondervermögen ist ein anderes Wort für Schulden. Lassen Sie mich doch bitte sprechen. Ich lasse Sie sprechen, aber... Es ist ein Fachbegriff, okay? Und die heißen so. Ja, ich übersetze es für die zuschauen. Sondervermögen ist Schulden. Ich glaube, es ist mittlerweile eingeführt soweit. Es gibt auch ein Sondervermögen, es gibt ein Sondervermögen für den Digitalpakt beispielsweise. Der ist auch aufgelegt worden, um eben über mehrere Jahre Sondervermögen. Um über mehrere Jahre hinweg noch dazu in Zusammenarbeit mit den Ländern eine wichtige Aufgabe anzugehen, wo die Länder auch Sicherheit haben müssen, dass es über eine Legislaturperiode hinweg gesichert ist. Es gibt Sondervermögen seit den 50er Jahren, ne? Ja. So. Und ich glaube ungefähr 20. Ja. Aber Sondervermögen ist trotzdem ein Euphemismus für Schulden. Die Situation ist die, dass die Bundesregierung, die Ampelregierung auf der Grundlage von diesen Sondervermögen eben auch dem Klima- und Transformationsfonds, dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds ihre Politik organisiert hat, neben dem Haushalt. Der Haushalt, der für die normalen Ausgaben zuständig ist, der WSF für eine Krisenbewältigung, der KTF eben für die Transformation steckt ja schon im Wort. Und jetzt erkennen muss, dass das Bundesverfassungsgericht präzisiert in Bezug auf die Schuldenbremse, dass diese Vorgehensweise nicht okay ist, dass die nicht der Verfassung entspricht. Und deswegen werden wir jetzt einen anderen Haushalt aufstellen und wir werden beides auch weiterhin ermöglichen. Okay. Krisenbewältigung, Investitionen in die Transformation, denn das muss sein, das ist dringend notwendig. Millionen von Arbeitsplätzen hängen davon ab, dass wir auch vorankommen mit der Transformation. Und deswegen müssen wir Finanzierungsmodelle finden, die eben jetzt anders sind als die, die wir bisher für richtig gehalten haben. Nichts anderes hat der Bundeskanzler gesagt. Er hat gesagt, im Wissen dieses Urteils hätten wir anders gehandelt. Jetzt haben wir so gehandelt, jetzt müssen wir die Vorgehensweise ändern und das werden wir auch tun. Und da gibt es auch keine Regierungskrise, sondern da sitzen jetzt 3 zusammen. Und Sie können sicher sein, dass die 3 auch mit ihren jeweiligen Parteien sehr eng in Kontakt sind und dass wir dann gemeinsam zu einer Lösung kommen. Da wird ein Koalitionsausschuss am Ende stattfinden und dann kommen die dran, deren Königsdisziplin der Haushalt ist, nämlich das Parlament. Da sitzt der Ökonom. Das Parlament sind die mit der Königsdisziplin. All das, was wir gerade besprechen, löst eine tiefe Verunsicherung in diesem Land aus. Die Investitionen sind dramatisch abgefallen. Ist richtig, ne? Die Investitionstätigkeit ist schwach in Deutschland. Das hat aber sehr viele andere Gründe, die nichts damit zu tun haben. Ja. Insolvenzen gestiegen um 23 Prozent. Stark in der Bauwirtschaft. Textilbranche, Marken wie Peek und Cloppenburg und andere, Gary Weber, gibt es alles nicht mehr und so weiter. Ich will nur sagen, also das ist ja alles nicht trivial, worüber wir hier reden. Wärmepumpen habe ich mir mal angeguckt, auch interessant. Im vergangenen Jahr 150.000 Anträge im vergangenen Jahr für neue Wärmepumpen. Jetzt haben wir es geschafft, das Land so zu verunsichern, dass wir gerade 76.000 Anträge haben in diesem Land. Was sagt uns das? Die Leute warten, bis das Gesetz verabschiedet ist und sie dann die genauen Bedingungen kennen. Das ist halt immer noch nicht verabschiedet. Das meine ich. Die Leute wissen nicht, woran sie sind. Ja. Also das Gebäudeenergiegesetz würde ich jetzt aber auch nicht mit dem Haushalt in einen Topf werfen, weil das doch zwei unterschiedliche Dinge sind. Denn beim Gebäudeenergiegesetz gab es doch so viele unterschiedliche Positionen, dass es schwierig war, zu einer gemeinsamen zu kommen. Das hat lange gedauert, ist ja noch nicht durch. Während jetzt beim Haushalt am 15. November ist entschieden worden, der Nachtragshaushalt 2023, also für das jetzt laufende Jahr, wird jetzt noch in Kürze verabschiedet werden. Der Haushalt 2024 vielleicht noch vor Weihnachten. Und ich teile Ihre Ansicht nicht,
Zeitschablone, dass es die Regierung in eine tiefe Regierungskrise stürzt, wenn wir erst im Januar darüber entscheiden würden, im Deutschen Bundestag. Man muss das schon auch wirklich jetzt sorgfältig anschauen, was alles an Veränderungen nötig ist. Die Überraschung war wirklich diese Festlegung auf Jährlichkeit und Jährigkeit. Damit haben nicht mal die Kläger gerechnet. Und insofern kann ein Plan B da sein, wenn ein Urteil kommt, was für die Zukunft Veränderungen bringt, aber nicht, wenn ein Urteil kommt, das sagt, ihr müsst jetzt auch rückwirkend alles noch einmal ändern. Ja, ich bleib da ein bisschen ein anderer Satz aufgefallen in dieser Regierungserklärung, eigentlich sogar zwei. Deswegen fragte ich vorhin auch mal nach einer Entschuldigung und nach einer Erklärung. Olaf Scholz sagt, das Gericht hat hier das letzte Wort. Das ist gute demokratische Tradition. Und im nächsten Satz schon relativiert er das wieder und sagt, wissenschaftlich mag das Urteil weiter diskutiert werden, politisch ist die Diskussion damit beendet. Das heißt übersetzt, eigentlich hatte ich recht. Und der zweite Satz ist, oder? Olaf Scholz ist ein Wissenschaftler ist. Er diskutiert nicht wissenschaftlich. Er ist Arbeitsrechtler, Entschuldigung. Der Mann kennt sich aus, er ist Jurist. Und das zweite ein Jurist ist was anderes als ein Wissenschaftler. Da werden Verfassungsrechtler möglicherweise noch darüber diskutieren, aber die Politik diskutiert nicht mehr. Gibt noch einen zweiten Satz. Er sagt, dieses Urteil schaffe eine neue Realität. Ja. Eine Realität, die es schwieriger macht, wichtige Ziele für unser Land zu erreichen. Und da fragt man sich als Bürger, der vorm Fernseher sitzt, seit wann ist das Grundgesetz eine neue Realität? Nicht das Grundgesetz, sondern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat eine Präzisierung geschaffen, die klar gemacht hat, dass die bisherige Praxis nicht mehr geht. Mhm. Und das ist eine neue Realität, selbstverständlich. Gut. Es wäre auch für die Vorgängerregierung eine andere Realität gewesen, wenn dieses Urteil in der Zeit der GroKo gefällt worden wäre. Denn auch dann wären dort bestimmte Dinge nicht mehr gegangen, die man da so gemacht hat. Okay, das macht es auch nicht schwieriger. Die wirtschaftliche Situation, die Sie beschreiben, die ist doch nicht in den vergangenen 2 oder 3 Wochen entstanden. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Der Denkfehler in dem Satz ist Wirtschaft braucht doch Sicherheit und muss doch wissen, wie es weitergeht. Investitionssicherheit und all diese Dinge. Genau. Der Denkfehler in dem Satz ist doch, dieses Urteil macht es jetzt schwerer, Politik zu machen. Ich würde sagen, es ist genau andersrum. Mhm. Dieses Urteil zwingt sie, endlich Politik zu machen und sich zu entscheiden, was ihnen wichtig ist, was wichtig für dieses Land ist, aus ihrer mehrheitlich gewählten Sicht. Sind wir beim Thema. Und was nicht so wichtig ist, dieses Urteil hat den Zustand beendet, wo sie alles machen konnten, was ihnen eingefallen ist. Und das geht jetzt halt nicht mehr. Da würde ich auch ganz entschieden widersprechen, denn Krisenbewältigung wird weiterhin möglich sein, weil die Ausnahmeregel weiter entsteht. Und dann gibt es mittlerweile eine wachsende Anzahl von Ökonomen, also Wissenschaftlern, aber auch von Politikern, die der Auffassung sind, dass die Schuldenbremse, so wie sie heute ist, nicht dazu geeignet ist, die Zukunft zu gestalten. Nämlich gerade in der Frage, unterscheiden wir eigentlich zwischen Investitionshaushalt und Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt. Das hatten wir schon mal und das hat nicht funktioniert. Aber es ist doch klar, dass wir nicht nur dann investieren können, wenn es uns die Schuldenbremse erlaubt, sondern wir müssen investieren in der Situation, wo es eben notwendig ist. Schauen Sie sich an, was wir für einen Sanierungsstau in den Schulen haben beispielsweise. 50 Milliarden Euro Sanierungsstau in den Schulen und wir schauen zu und sagen, naja, da müssen wir eben noch ein paar Jahre warten, bis es wirtschaftlich besser läuft. Und die Transformation. Der Topf für die Sanierung der Schulen ist in 2017 hingestellt worden und er ist immer noch nicht abgeflossen. Also bevor Sie in ein dysfunktionales System von Verwaltung, auch der Länder, noch mehr Milliarden gießen, nehmen Sie doch erstmal das Geld, was da, beziehungsweise halten Sie die Länder an und die Kommunen, doch mal das Geld zu nehmen, was da ist. Absolut. Also Sie wissen schon, dass es, ich habe jetzt die Schulen als im Sanierungsstau genannt, weil der Betrag auch klar ist. Aber wir haben ja auch jetzt die Transformation der Industrie zu unterstützen, so wie es eben viele andere Volkswirtschaften in der ganzen Welt auch tun. Wenn wir dort nur hinterherlaufen, natürlich, wir müssen in die Infrastruktur. Investieren Sie nicht, dann zahlen Sie Subventionen. Das ist schon ein Unterschied.
Erklären Sie mal bitte den Unterschied. Der Unterschied zwischen Investition und Subvention. Bei der Investition schaffe ich über Zahlungen in die Infrastruktur einen Kapitalstock für dieses Land, der dann auch genutzt werden kann. Bei den Subventionen für die Industrie, insbesondere für die Altindustrie, etwa Stahl, bezahle ich der Stahlindustrie einen Betrag, den sie irgendwie einsetzt. Ob sie das so einsetzt, dass sie nachher auch wirklich als Unternehmen noch am Markt bleibt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Intel ist eine weitere Form dieser Subvention, die dann eben auch schwierig wird. 10 Milliarden für Intel, also fast 2 Millionen pro Arbeitsplatz, der da geschaffen wird. Und da muss man sich fragen, also, was macht denn die Firma damit? Hat sie damit bessere Möglichkeiten angesichts ihrer im Moment nicht ganz ordentlichen Situation? Sie sind ja relativ prekär am Markt unterwegs, sich so zu sanieren, dass sie ihren Anteilseignern mehr auszahlen kann. Ich würde weder Intel investieren, noch würde ich diese riesigen Beträge an die Altindustrien zahlen, um ihnen die Transformation in die Klimaneutralität zu erleichtern. Was ist denn das für ein Begriff Altindustrien, Herr Feld? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. mit welchem Stahl bauen wir denn künftig unsere Autos oder unsere Maschinen? Sie haben jederzeit halt die Möglichkeit, Stahl von außen zu importieren. Sie müssen das nicht selber produzieren. Wir leben in einer hocharbeitsteiligen Wirtschaft. Wir haben auch ansonsten keine Autarkie. Wir können das aus dem Ausland nehmen. Wovon machen wir uns dann in Zukunft abhängig? Bisher waren wir zum Beispiel abhängig von günstiger Energie aus Russland. Künftig sind wir dann abhängig von grünem Stahl aus. Von wo kommt der dann? Aus den USA beispielsweise. Mhm. Also wir sind nicht abhängig davon. Die Abhängigkeiten, die Sie beschreiben, sind in den meisten Produktgruppen nicht da. Die Investition in die Halbleiterindustrie hier in Europa, dass die sich hier niederlässt und auch bei uns in Deutschland, das ist eine Investition in unsere Unabhängigkeit. Das ja, so wie das Elterngeld eine Investition in die Zukunft ist für unsere Kinder. Lieferkettenabhängigkeiten, wie wir sie die lösen sie nicht dadurch, dass sie alles versuchen, eine Autarkie nach Hause zu holen. Das funktioniert so nicht. Wir haben doch eine massive Überinvestition in die Halbleiterindustrie weltweit. Aus dieser Sorge heraus, dass China Taiwan angreifen könnte. Und mit diesen Investitionen in USA, in Frankreich, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern sorgen wir dafür, dass Taiwan sogar noch viel stärker dem chinesischen Aggressor ausgesetzt wird. Also ganz ehrlich, ich halte überhaupt nichts davon, diese Art und Weise von Autarkiebestrebungen zu unterstützen. Hm. Und es ist keine Investition, es sind Subventionen. Und am Ende werden wir uns fragen müssen, wie viel Geld haben wir da eigentlich versenkt?